Lola Bunny, aber von wo ist das gekommen? Ach, das ist, dieses Bild. Katakomben. Das ist auch geil, jetzt kann man hier rausfliegen. Das ist geil, ja. Du nimmst den ganzen Bildschirm ein. Man muss ja, ich bin der. Lese nochmal den Titel vom scheiß Spiel, du Wappler. Cinder Adventure Begins. Oh, das sieht so geil aus. Das ist cool, ja. Ja. Und zum Fick auch immer das ist. Auf welchen Planeten sich das Spiel abspielt. Ja, das. Holy shit. Würde ich auch gern wissen. Nein! Nicht den Swarm. Ah, Alter. Hier ist die. Ziemlich rutschig, der Stein. Die Flug. Flugschanze. Nee, wie das gestern in Sportresort. So, Luft, ich weiß es nicht. Reg zum da Fliegen an. Das war die. Das ist das. Junge, wir werden halt ernsthaft zurückgedrückt davon, ne? Spiel, bitte. Spiel, bitte. Was machst du, Spiel? Hui. Oh Mann. Oh, oh. Ding, ding, ding. Wenn ich jetzt hochflieg. Okay, au! Ja. Ich hab keine Ahnung, wie das jetzt gemeint war, aber okay, es klappt. Oh Mann. Wir müssen mal gucken. Erfahrung. Wie haben wir das jetzt mit der Erfahrung? Das hier? Weil du kannst jetzt mit deiner Erfahrung irgendwas machen. Ich hab keine Ahnung, wie und wie genau, aber. Ach so, das war die Punktzahl übrigens. Glaube ich. Und halte um einen Blitzschlag zu Elektrokugel, nicht verfügbar. Jetzt bräuchten wir den Laptop in der Nähe, dass wir es besser lesen können. Aber Erdgeschoss. Hä? Wir sind doch im Dachboden. Schneesturm. Rometensprint. Hä? Wer ist Rometo? Oh Mann. Ja. Ich schau dir das mal bei dir an, wie du das machst. Ich hab meine Beine nicht unter Kontrolle. Ja, das ist. Oh Mann. Ja, das. Du wolltest doch anschauen, wie ich das mache. Ja, mach du das mal. Du musst, glaube ich, das drücken. Ach so, warte. Ja. Danke. Ich mache, glaube ich, Schatten. Yo, das Icon ist hot. That's hot. Oh Mann. Halte gedrückt, um. Ich mach das hier. Ah, so, okay. Drückt halten. Du hast einen neuen Schwall-Edelstein bekommen. Das hört sich auch eher wie eine Krankheit an. Oh Mann. Du brauchst auch zwei, um deine Schwallstufe zu erhöhen. Die Weiterentwicklung von Gürtelrose. Schwall-Edelstein. Schattenfeuer. Aha. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die anderen noch nie benutzt. Sirenenschrei. Ja, das ist wie Feuerenergie. Zyklon. So. Ansonsten habe ich keine Ahnung, ich lasse den Rest. Ich würde auch Feuerwind machen, glaube ich, weil das ist ganz geil. Okay. Ja, Feuer ist sowieso, wenn ich Spyro spiele, auch immer mein Favorit. Okay. So kann man es auch machen. Schneller! Maschine! Okay. 26! Was? Viel Spaß. Wie geht es an? Eis ist auch noch cool. Aber ich lasse. Ich habe hier nicht genug, aber. Ja, dann. Aber okay. Aber okay. Aber okay. Ja, die ganze Sache mit den Erfahrungspunkten, das habe ich erst irgendwann später gecheckt als Kind. Hab ewig gebraucht. Okay, wir sehen hier viele von den Kristallen, das finde ich gut. Oh ja. Oh ja. Da links auch, ja. Oh. Erreich den Zauberwald. Hey, I'm Paul. Oh Mann. Was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss gerade an Duck denken. An Duck? Ja. Sehr Nix-Sendung. Ja, Spiel, ich weiß, was ein Speicherpunkt ist. Ich will dahin. Ah.
ja, das sind diese Fliegegegner, die sind richtig scheiße. Die Fliegedinger? Ja. Gut, aber dann können wir in der Luft kämpfen, das ist auch nice. Okay, ja, das stimmt. Obwohl es natürlich viel mehr Richtungen da gibt, wo sie sein können, sag ich mal. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja! Ich spamme einfach, ja. Mein Lieblingsangriff ist halt immer Kreis und dann Viereck. Okay, ja, ja. Das. Hey, Moment, hallo! Achso, der Ficker da. Ja. Der hat mich getroffen. Lag. Gut, ich grab auch hin. Zum Beispiel Smash nie. Achso, ja. Ich glaube, wir müssen gar nicht immer speichern, aber naja. Wobei im Zweifel, wenn wir sterben und dann, ne, dann wäre scheiße. Ja, ja, ich würde auch, wenn ein Speicherpunkt da ist, schon speichern. Ja. Hört es sich an, das ist mein Gedude. Das ist heißer Strom. Das ist mein Gedude. Können wir hier durch? Wahrscheinlich nicht. Das finde ich auch nice, wenn die Bäume so direkt alles abgrenzen. Ja. Das ist ja Bullshit halt. Oh. Drüber fliegen? Nein, wir sind ja nur Drachen. Ja. Dann stelle ich mir sowieso auch schwer vor, in einem 3D-Spiel eine Wall zu machen für überall, um ein Level herum, ohne halt eine unsichtbare Wand zu machen. Weil irgendwie muss man ja eine Wand machen. Ja, sag ich mal. Ja, Spiele sind halt so begrenzt damit. Ja, ist halt entweder ist ein Berg oder einfach nur eine Wand, die hochgeht oder. Ja. Das ist halt, ja. Das wäre mal cool, ein Spiel, was unendlich geht. Ja, das wäre nice. Oder halt irgendwann fängt es dann an, einfach wieder von oder, vorne. Ja, einfach, dass also, es sich wiederholt. Also, dass du immer eine Erde hast, so im Kreis gehen. So Bernd das Brot mäßig. Ja, oder so. Man läuft links hinaus und kommt rechts hinein wieder. Obwohl, das ist verwirrend halt irgendwann. Gerade in den 3D-Space. Ja, das musst du halt einfach mal gucken, ne? Also ob du das. Wie du das hinbekommst. So, wenn man halt weiß, dass das Theme von dem Ding ist, dann kriegt man das hin, glaube ich. Weil hier links davon sind wir ja gekommen. Da war ja dieser Kristall. Ja genau, da war der Kristall. So, dann müssen wir jetzt hier lang. Die Musik ist ja übrigens nice. Die ist mega gut, ja. Erinnert mich. So Kerl-Kobig ist die ein bisschen. Da hat mich ein bisschen erinnert an Yooka-Laylee, die Eiswelt, die zweite. Okay. Das ist auch dieses selbe Kling-Ding. Kling-Ding. Ja, mein Gott, mein Instrumentenwissen. Ja. Ich bin schon glücklich, dass ich das Wort Gitarre mir merken kann. Ich habe hier gerade übrigens eine Darstellung von meinem Gehirn. Ja, warte, wie, genau, so machen wir es. Was ist das nochmal? Ich glaube, im Einzelplayer kannst du dann wechseln eben. Oder können wir so wechseln, dass wir den anderen Charakter haben. Das Video ladet, checkt euer Internet. Das ist aber satisfying. Ja. Das ist nur unendlich. Wenn das so ein bisschen, oh ja. Ah, warte. Jetzt. Oh yeah. Wenn das ein bisschen interessanter wäre, so Ladesachen. Stimmt, zum Beispiel früher gab es doch dieses Snake-Spiel, was man spielen konnte, wenn das ladet, oder? Auf YouTube. Ja, das war so cool. Sowas wäre halt viel cooler. Genauso wie bei Chrome, wenn kein Internet ist, dieses Dino-Spiel losgeht. Ja. Bei Ladedings und sowas müsste es auch geben. Oh ja, das wäre cool, Mann. So ganz, ganz was Simples, weil das dauert ja nicht lang meistens, was man dann machen kann. Ja, das wäre cool. Oder vor allem bei YouTube konnte man damals auch noch Snake weiterspielen, wenn das Video dann weiterging. Oh, das ist cool. Ja. Ah, nice. Und dann wurdest du halt, dann hat sich der Schwierigkeitsgrad immer wieder angepasst sozusagen auf verschiedene Dinge, je nachdem wie viel passiert gerade auf dem Bildschirm. Oh, echt? So, ja, weil du siehst ja dann immer noch dieses Ding, aber im Hintergrund bewegen sich die Bilder. Ja, ja. Das ist nice, okay. Ja, ich habe das selten gemacht damals leider. Das ist ja schon sehr lange her. Ja, ich hab da gab es noch diese Pünktchen. Ja, das war auch cool. Jetzt mittlerweile so langweilig. Ja. Schön, dass ich einfach nichts angreife. Sorry. Ich greife schon wieder nichts an. Ich bin gerade. Ich hab grad gedacht, ich wäre du. Ja, das ist so ein bisschen doof mit den Farben, wenn es weiter weg ist. Wir müssen entkommen, sonst kommen immer mehr. Ach, wirklich. Ah, ja.
Au. Au. Muss mal andere Sachen benutzen. Oh, das ist der Schatz. Das ist geil. Das ist ja wie hier Sindel aus Mortal Kombat. Oder heißt die Fotze? Ja. Mit ihrem Todesschrei. Und weg. Ach du Scheiße. Ah ja. Stahlfoss. Steh nicht so herum. Hilf uns. Aua, 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 hallo. Aua. Ach du Scheiße. Aui. Au. Achso, stimmt, ich hab vergessen, dass man blocken kann. Achso, ja. Lol. Wie ging das nochmal? L. Echt L? Also L1 halt. Achso, ja, aber dabei nicht laufen am besten. Und man kann auch eine Rolle machen und so nach vorne, wenn man das macht. Voll cool. Wie ein Smash. Ah ja. Das ist komplett wie Smash. Ja. Blocken und dann kann man ausweichen. Ich meine, es gibt Sinn natürlich, dass man während sie blocken, aber geil. Good to know. Ja. Combat ein bisschen. Das wird dann nicht erklärt. Ihr Fotzen. Ich hab keine Magie mehr. Ja. Soll ich meine Energie mal. Ja, der blockt das halt, der Hund. Ja, ne? Ich kann auch was anderes natürlich mal nutzen. Ja, was ist mit dem, hä? Hamsterball? Au! Kann der mich da drin erwischen? Hallo! Als ob ich da nicht. Wo gab's denn das nochmal, wo man seine unzerstörbare Kugel wurde? Gab's auch in irgendeinem Spiel? Alter. Weiß ich gar nicht mal. Jawohl. Gut, Banjo gab's halt die Feder. Die Goldfedern. Ja, Vorsicht, du bist halt das tot, gedacht ne? habe. Ja, ich weiß, ich seh's. Ich block mal. Das ist falsch. Nein, nein, ich blocke. Die schauen auch so mickrig aus, die Gegner. Aber da ist so viel Putz drinnen. Ja, das ist geil. Das stimmt. Gibt's hier Magie? Man merkt schon, wie. Scheiße. Inspiriert nee, dein Dings ist von dem. Wer ist das? Skylanders. Natürlich, so, ja, das war ja auch ein, das erste in Spyro. Mehr oder weniger. Aber trotzdem. Vorsicht. Mann, ey. Hau besser ab. Wir haben da hinten noch mehr Leben. Ja, das machst du. Nein. Als ob du noch dabei umgebracht wirst. Scheiße. Oh mein Gott. Das ist so ein Fick-Gegner. Das ist so ein so ein Scheiße. Sind ihr? Oh, letzter Speicherpunkt. So ist das nicht noch. Achso, ne, das ist hier, okay. An sich, es gibt schon genügend Speicherpunkte, aber ja. Pünkte. Pünkte, ja. Vero. Unsichtbare Wände. Mal gucken, waren wir da. Also wird es gespeichert hier oder? Ich glaube, das wird gespeichert, dann haben wir weniger Probleme. Dum. Nee, falsch. Ja, wir haben's. Also kann es sein, dass die Kamera dann im Vordergrund ist oder von einem selbst? Nee. Mhm. Ach. Ich versteh's nicht. Ist cool, auch um schneller voranzuschreiten, dieses die Rolle. Ja, ne? Voll nice. Das wär voll ein Smash-Angriff. Feier! So. Alter, jetzt im Flug. Was? Oh, das ist cool. Was? Easy's Insect. Oh Mann. Ich verstecke mich. Tasmanischer Teufel. Ich sehe es nicht. Was ich nicht sehe, kann ich nicht besiegen. Stimmt, hast recht. Oh Mann. So, jetzt wird's gleich spannend, wieder der Typi. Oh, warte mal, da ist ein. Oh. Den müssen wir haben. Oh ja, Mana. Wird dann der Strang länger? Ich hab da noch nicht drauf geachtet. Wir müssen. Ja, ich muss noch 2 sammeln und du noch 3 und dann wird's länger. Ah, okay. Dass du dann erst. Ja. Oh mein Gott. Ja, das wäre viel zu schnell sonst. Ich hab gedacht, es gibt Lavolana Progression. Progression. Ist der schon hier irgendwo oder bin ich einfach?
Nee, der kommt erst, wenn die weg sind. Und weg. Überlegen wir, was für ein. Weißt du, wenn der Furry uns wenigstens helfen würde? Ich meinte, ja. Jäger! Er ist so ja, doof, der Name. Ja. Ah, da ist er. Kann man den. Ich habe immer noch nicht. Der blockt doch fast alles auch von einem, oder? Nee, er wird schon getroffen, aber es fühlt sich wie ein Block an. Ja, okay, das ist halt Ass. ich wollte mal auf Eis wechseln. Oh, ja, okay. Oh. Ist auch sehr Skylander durch das Eis. Autschi. Oh cool, ist das nicht Homing, das aber schon es sehr, wenn man das ist. Visiert, wow, glaube ich, den Gegner immer an. Zumindest beim Schuss halt, beim ersten. Wenn er dann wegspringt. Oh, achso. Oh, ja, natürlich kann der fliegen, der Hund. Nee, der fliegt wegen meiner Attacke. Achso, oder okay. Ja. Ich habe mir schon gedacht, er hat jetzt dunkle Magie, mit der er fliegen kann. So Ganon-artig. Das wär's ja noch. Jetzt war der voll einfach so. Am Anfang habe ich den die ganze Zeit angeschrien, das hat gar nichts gebracht. Ja, Eis ist auch, fand ich recht gut. Ja. Wow! Ein Kristall, der genau ausschaut wie alle anderen. Oh Mann. Achso, nee, es ist Erfahrung viel. Ja. I guess. Leben nehmen wir natürlich mal. Ja, diesmal war es aber ganz gut. Schub. Alle Feuer nach links. Ah, hier ist Feuer. Ja. Feuer. Vater, voll. Hallo. Ist da jemand? Oh ja, warte. Das ist halt wirklich viel schneller. Oh. Interesting. Das ist wirklich eine Truhe. Ja. Oh mein Gott, wie lange, was zum Teufel? Du drückst, glaub, oder nee, Alter. So, ja, ich drück die falsche Taste. Ja, echt jetzt? Oh Mann. Das war natürlich nur ein Scherz. Oh, also ich bin natürlich nicht zu dumm. Ah, ja. Wie die schauen. Ja, dass ich mit Füßen umgehen kann. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Ne? Ich habe dir ja schon mal erzählt, es gibt Ausrüstungsgegenstände, mit denen man zum Beispiel Mana und oder Energie auffüllen lassen kann. Dann willst du übrigens das Licht mal anmachen? Aber dann kann SCP-087B nicht rein. ja, können wir. Also ich guck kurz hier Rüstung. Ja. Wir haben ein Rüstungsteil für Spyro gefunden. Meine Augen brennen. Meine Augen. Das ist nämlich das Rückenteil. Das kannst du dir jetzt schon mal ausrüsten. Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Das ist gut. Ja, ja. Und wenn du jetzt hier L2 drückst, dann wirst du wahrscheinlich nichts sehen, weil ich habe leider nichts. Ja. Gut. So. Oh, wow! Wesentlich schneller. Dieser Speed. Er ist echt schneller. Ja, ja. Das schaut aus ein bisschen wie ein Höllenstern. Erst in der Wix. Pentagramm. Siehst du den da oben? Höllenstern. Ja, ist das ein Mana-Stern? Ja. Das Problem ist halt sehr, dass die kleinen und die großen Mana-Steine gleich ausschauen ziemlich. Es ist halt ein großer. Ja. Ich hätte den jetzt als Mana-Stein abgestempelt und wäre weitergegangen. Ja. Muss halt überall hingehen dafür. Ja. Geh da hoch. Yay. Magie gezeigt von. Ich finde schön, wie die es einem immer wieder sagen, wie in Zelda, wenn man ein Herzteil findet. Link! Geh da hoch! Geh da hoch, Link. Ach man. Nicht immer von der Wand weg. Nicht immer von der Wand weg. Ich glaube, wir müssen. Ja, warte, ich krieg das noch hin. Ach man. Warte. Ha! Nein! Voll weird. Ich habe mir schon die Augen zugemacht. Das ist peinlicher. Ach man. Hey, Junge, was ist das für eine Steuerung? Wenn ein Charakter runterfällt. Oh man. Also warte, ich kann mal weggehen ein bisschen. Es wird immer besser. Oh Mann. Hast du die Idee vorher angehalten kurz? Ja. Ja, oh, ich kann auch nicht runterfallen, oh einfach. Ja, ich glaube, du musst mit runter.
Oder? Warte, noch einmal. Oder ja, scheiß drauf. Ach, diese Kacke. Oh. Oh, wir haben Tornado. Tornado. Ich habe gar keine Tornado-Warnung gesehen. Das hat sich gerade angehört wie ein Flugzeugstart. Ja. Das ist schön. Ja, das stimmt. Wo auch immer wir jetzt landen. Oh nein. Ist das ein Elite-Gegner? Ja. Eine Biene. Ich bin eine Biene. Abhauen. Ja, ich geh in deinen Ball da oder so, ne? Sagen. Ja, und scheiß auf die Truhe. Scheiß auf die Truhe. Einfach. Ja. Folgt denn der? Dürfte, glaube ich, jetzt weg sein. Also sollte. Aber es ist gut zu wissen, dass da einer ist. Ich habe den noch nie gefunden. Damals. Kann man da durch, höchstwahrscheinlich nicht. Oder die Bäume sind, denken wir, eine Grenzung. Immer eine Grenze, ja. So. Okay, wenn man es einmal weiß, dann. Ja. Geht's. Fühlt sich natürlich an. Ja, Ficker. Oh yeah. Ich find's schade, weil jetzt wahrscheinlich das Rüstungsteil wäre für mich gewesen. Aber naja. Wir sollen gar nicht mit dem reden. So. Ficker. Schon wieder drücken, oder? Was? Nein. Gedrückt halten. Das wäre cooler. Nicht immer vorrennen. Ja, das ist. Was ist das für ein Ficker, bitte? Ja. Also da links ist nichts, ne? Oder können wir da weiter schwimmen? Ich weiß schon, selbst da unten weitergehen würde, ja. Ja. So wie die Musik gerade ausrastet, ne? Ja, landen mal. Nee, ja. Gibt's nichts. Hier nicht, okay. Ich finde immer noch, das Fliegen ist immer ein bisschen weird. Ja, man, ich habe lange gebraucht, bis ich mich halbwegs dran gewöhnt habe. Auch wieder als Kind, einfach zu blöd dafür. 3D-Movement. Oh, ich brauche mal die. Ja, Mana, ein bisschen. Secret of Mana stimmt das jetzt immer noch. Aber das kann man auch im Emulator spielen. Ja. Wenn eine Drache die Kette benutzt, um zu schwingen. Ah, das ist auch cool, ja. Benutze, während du an der Kette hängst, um zu schwingen. Okay. Zeig mal vor. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das gedacht ist jetzt, aber... Ah, okay, X gedrückt halten und dann... Und dann mache ich jetzt die Uhrzeit. Holy shit, was? Okay. Voll geil. Kann man sich dann anhalten irgendwann? Da. Ja, in der Dings, oder? Oh mein Gott, genauso wie es mir vorgestellt. Okay, sehr geil, das ja. Ist nice. War übrigens unnötig, dass du mitgekommen bist. Ja, ich wollte einfach nur sehen, weil... Achso, okay. Keine Ahnung. Ja, dann kannst du das jetzt machen. Also... Du gehst einfach runter und hältst X gedrückt. Und dann kannst du in die Richtung, glaube ich, drücken. Ah, okay. Sag. Ja. Ja, jetzt wieder runter und dann schwung nehmen. Ah, so, so wie so ein Pendel halt. Ja. Ich versuch mal an den blauen Kristall zu kommen. Wow! Wow, Poggers! So. Pog Champion. Ich halt gerade X gedrückt übrigens. Aber sie kann das nicht. Ja, ja, okay. Mana. Oder XP, ja. Ja. Experience. Zum Zauberwald gehen. Nö. Als ob du mitspringst, nein! Ich hab gedacht, ich folg dir, ich hab keine Ahnung vom Spiel, ich hab gedacht, du weißt, was du machen willst. Ach so, nein. Ich bin. Das ist ja immer noch alles Level-System aufgebaut, also. Ja. Ja, ich hab gedacht, du sagst, nee, ich hab gedacht, Zauberwelt ist das, dann kommt man wieder zum Anfang, weil man es vergessen hat oder so. Ach so, nein, nein. Deswegen hab ich gedacht, nee, du weißt schon was, das wird nichts. Also, ich weiß an sich schon, was ich mache, aber. Ich dachte, du weißt auch, was ich mache, was ich vorhatte. Sagt der Mann, der seinen Fuß nicht unter Kontrolle hat. Maul. Sagt der vom Elite-Gegner getroffen wurde. Yo, du bist auch gestorben, du Nussstrudel. Ja, aber nur, weil ich mit dir gespielt habe. Sag Ignitus, dass ich sie gefunden habe. Ist das die Harry Potter-Eule? Sinnlos. Ja. Was wäre denn die in Drehen? Oh. Was Drehen? Sinnlos. Nein. Das ist Magie! Ich hab's ja den ganzen Tag zu sehen. Hahaha, sie leiden. Der Dunkelmeister. Er ist
Wir müssen den Ring in den Vulkan werfen. Kurz nachdem du verschwandest. Classic. Er schlug blitzschnell zu, angetrieben von Hass und Bosheit. Er hob Anspruch auf den Thron im Tempel und durch dunkle Magie schwebt er jetzt über dem Land als Symbol seiner Herrschaft. Seitdem sind wir im Krieg. Täglich wow. werden seine Streitkräfte größer und unsere verlieren Hoffnung. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Sich auf mich und ich versagte. Wie konnte ich das zulassen? Manche Dinge liegen nicht in deiner Macht. Gib dir nicht die Schuld. Gib dir nicht die Schuld. Dass du noch lebst. Diese Stimmen immer. Man muss Sachen betonen, aber trotzdem keine Emotionen hineintun. Erdgolems sind die verkörperte Zerstörung. Das ist ja Emo. Ja. Sind dunkle Zeiten. Er muss gestoppt werden. Ich muss ihn stoppen. Hey, 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 mach mal halblang. Wir müssen doch nicht ständig kämpfen. Wir sind doch gerade erst aufgewacht nach 3 Jahren Frostschlaf. Ich hab zu tun. Ah ja. Ah ja, Termine. Bist du müde? Hey. Okay, schön. Ende. Jetzt kommt der dritte Teil dann. Oder was weiß ich welcher. Ja. Welcher ist denn das? Welcher Teil von Spyro? Weißt du das? Das ist auf jeden Fall die Fortsetzung von diesem vorherigen. Ja, das weiß ich. Jetzt sind wir tot, ja. Oh nein. Furries! Ja. Ah! 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 Ja, nein! Nur wenn sie Werbung sind, sind sie geil. Respekt vor unseren Gesetzen, dass du dich mit jenen verbündest, die für das Unheil verantwortlich sind. Dasselbe Model, nur Color Swap. Ja. Er allein ist der OC-Charakter. Dieser Drache ist OC-Charakter. Ja, es ist ein östlicher Charakter. Ja, ja, der lila Drache. Ich kenne die Geschichte. Aber im Gegensatz zu euch habe ich nicht vergessen, wie Mail vor uns seiner Jugend war. Und ich habe auch nicht vergessen, was sie getan hat. Ich verließ mich auf dich, Jäger. So wie ich mich auf uns verlasse, um das Dorf zu schützen. Aber du hast uns verlassen. Und uns die Gefahren der Außenwelt mitgebracht, als du zurückkamst. Die Gefahren waren bereits hier. Du kannst sie nicht ignorieren. Hey, könnt ihr aufhören zu streiten? Das wird dir langsam peinlich. Langfinger! Im Tal! Holt eure Waffen! Was? Langfinger? Ach du Scheiße. Zinger? Ja. Die haben das Zeichen von Wolfling oben. Die schauen auch aus wie Wolfling ein bisschen. Ne, ähnliches Design, ja. Oh nein! Die Hütte hat Feuer gebrannt. Gefangen. Lass uns frei. Wir können helfen. Lasst uns frei. Unsere Krieger schaffen das. Jetzt ist keine Zeit, um stur zu sein. Wenn die Hütten passieren reichlich komische Sachen. Ich würde lieber auf sie hören. Oh nein. Möchtest du speichern? Nö. Usch. Ja, einfach nur wegen dem Geräusch immer nö erstmal. Das ist so geil. Wie irgendwer das darstellen soll. Ein Stein, der fällt oder so. Wie macht man solche Soundeffekte? Ah, das ist eigentlich wie so ein... Es ist wie ein Fels. It's not just a boulder. It's a rock. It's a rock. Es ist nicht sondern der. Es ist nicht es ist der. Es ist nicht rock, sondern der. Wow, wow. Ich hab was gelernt. Jetzt wird's übrigens ein bisschen. Vergiss einfach. Ja, ich vergesse alles. Singer. Kein Problem. Verteidigt euch! Zorak, Alola Form, Flug. Flug dunkel. Komm schon. Muss man das Haus denn löschen oder was? Nee, das nicht, aber die können die Häuser weiter kaputt machen und dann irgendwann... Ah, also das ist die Anzeige oder was? Ja, und irgendwann geht halt ein Haus kaputt. Was das ist jetzt so eine kleine dumme Hütte, wieso interessiert mich die? Ja gut, das ist die einzige Hütte, die sie haben, ne? Achso. Oder die einzige. Ja, genau. Also nicht die einzige Hütte, sondern ja. Erstmal mit Feuer nachhelfen hier. machst du gut. So, wir sind fertig. Okay, wir können gehen. Tschüss.
Oh. Oh nein, es sind Erdwürmer. Erdwespen. Oh Mann. Vorsicht, dass du nicht gestochen wirst. Oh nee, oh nee. Oh. Die Musik, ja, von beiden Zingern. Ist noch Flight of the Zinger, oder? So gut. Ja. Wie auch immer der das geschafft hat, Honig in Sound darzustellen. Aber es hört sich irgendwie honigig an, oder? Der Sound. Boah, ich weiß nicht mehr genau, wie der klang. Dieser Hall, der da drin ist, noch so ein bisschen. Das hört sich so klebrig an, so. Weiß ich nicht. Oder du hast wegen Song nicht mehr ein, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, ne. Junge. Ja, doch. Ja. Ich weiß alles auswendig, genau so, ja. Oh, geil. Es wird höchstwahrscheinlich nur mit kleinen Gegnern gehen, das stunnen und einfrieren. Ja. Der wird jetzt, glaube ich, auch eingefroren. Achso, ich habe schon wieder auf den falschen Charakter geschaut. Ja. Du hast gesagt, die haben nur eine Hütte. Hä? Nein, du hast das falsch verstanden. Was? Ich hab halt gemeint, die haben ja nicht. Keine Ahnung, das sind die einzigen Hüttenarten, die sie haben. Halt. Ach so, ja. So meinst du das? Ja. Oh nein! Wie mies. Unser Haus ist kaputt. Was? Das schaut aus wie. Ja. Oh Mann. Das ist übrigens gleich das Area, wo wir rumfliegen können. Ich hab schon wieder auf dich geschaut. Gibt's auch elementar mehr Schaden machen? Sieht schon aus wie Feuer. Macht ihnen dann Eis mehr Schaden? Es gibt, glaube ich, ja, Elementares gibt's. Sollte es geben. Was ist das für ein Sound? Das ist die Angst. Mal gucken, was ich mit dem anderen machen kann. Voll der geile Sound. Ja. Ist auch eine der wichtigsten Sachen bei Attacken. Der Sound, den das macht. Bei RPGs zum Beispiel ist das auch so, wenn man so eine richtig geile, starke Attacke auswählt, die so richtig schön viele Sounds hat und Lichter und alles. Bei Super Nintendo spielen. Oh. Aber 100 Mal dieselbe Attacke machen, ist immer noch geil. Oder zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel in A Link to the Past, das geschmiedete Schwert dann. Ja, das ist so ein schöner Sound. Super gut. Irgendwann hört man ihn halt leider nicht mehr, weil man das ausblendet, aber beim ersten Mal ist das immer so, oh mein Gott, wie geil. Ja. Ich will mal kurz die Magie holen. Ja. Weil ich die recht viel benutzte. Ja, ich habe auch ein bisschen was benutzt, aber ich habe jetzt eigentlich nicht viel noch benutzt, wirklich. Ja. Ich versuche halt mehr zu sparen, aber kann ich glaube ich ein bisschen mehr machen. Ich glaube. Noch über die Hälfte übrig. Elliot, ich gehe eine rauchen. Dankeschön. Wir müssen ihn suchen. Nein. Ich gehe. Ich meine, hier sind sie auch nicht sicher, ne? Jäger kann uns begleiten. Ich gehe. Oh nein. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Aber Jäger bleibt hier. Wenn ihr jedoch zu eurem Wort steht und mit Mellow zurückkehrt, überlege ich es mir. Und kommt ja nicht vorher zurück, sonst lockt ihr wahrscheinlich nur noch mehr Lauflinge in unser Dorf. Das ist schon wieder richtig langweilig. okay. Sie müsst doch eigentlich gelangweilt schauen werden, oder? Eigentlich schon, ja. Jetzt hätt ihr Angst. Die echte Welt! Hilfe! Gut machst du das! Perfekt! Juhu! Klasse, Jäger! Ja, Jäger! Wir sind deine größten Fans! Wow. Yeah. Autogramm? Oh Mann, ey. Ups, sorry. Ach du, man kann das gedrückt halten, cool. Das ist so ein geiler Sound. Ach ja, das hab ich wieder gerne.
Glaubst du, dass mein Atem stinkt? nicht nochmal. Jetzt der Unfall wie der Hund gestern in Wii Music. Ja, stimmt. Ich schlag dich. Arschloch, 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 au, Arschloch. Au, 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 au. Komm wieder her, du Ficker. Boah, sorry. Oh Mann. Wie kannst du so nur rülpsen? Okay. Wir haben jetzt übrigens eine freie Welt, wo wir machen können, was wir wollen, im Grunde genommen. Echt? Also sie ist, das ist die Hub-Uhr, also sozusagen. Nein, es ist eine große Sandbox sozusagen jetzt eigentlich. Ach so, okay. Du wirst glaube ich niemals eine wirkliche Hub-World haben. Also es sind wirklich alles Level. Ja, gut, hat man jetzt auch eine freie Auswahl, wo man hingeht, oder? Ja, wir können jetzt hier hinlaufen, wo wir halt eben hinlaufen können in dem gesamten okay. Level. Also wir können hinlaufen, wo wir hinlaufen können. Man jedes kann... Spiel ist Sidepong. Oh Mann. Wir können das machen, was das Spiel ist. Oh nein! Oh nein! Jäger ist tot! Oh Mann. Halt die Fresse, Jäger. Aber Cinder! Nee, wer ist die? Cinder? Cinder, ja. Voll der cute Name, ich gebe mir davon wirklich Porn, glaube ich. Ich will es nicht wissen. Oh Mann. Magic Man. Just a joke. It's just a joke, it's just a prank! Just a prank, bro. Oh, da hinten ist Mana. Und die Musik, ne? Oh, ist das gut. Und das ist Erfahrungspunkte. Ja. Ich finde es aber krass, wie das einfach, also wie, ich will nicht sagen schlecht, aber wie das halt auf der PS2 damals aussah. Echt? Die Sachen. Ich finde es voll schön eigentlich. Es ist schwer zu sagen, in meiner Erinnerung sah es geiler aus, viel okay. geiler. Aber das ist einfach dieses Verpixelte, was es schlechter aussehen lässt. Okay, ich habe da noch nie ein Problem. Ich bin aber auch ein Fan von immer noch N64 Grafiken. So. Ja, aber ich rede halt hier jetzt eher von der Auflösung so. Das Spiel an sich sieht nice aus, aber die Auflösung zieht's runter. Ja gut, das ist Röhrenfernseher, wenn wir auf dem HD-Screen, damit sie ja noch ein bisschen nicht so pixeln halt. Gut, ich hab's damals, als ich es endlich wieder mal zocken konnte, auf dem HD-Screen gezockt. Und hab dann einfach nur gemerkt, so, ja, yeah, sieht nicht so geil aus wie damals. Ja, ich meine, ja, natürlich als Kind schaut alles geil aus. Ja, man bildet sich viel geilere Sachen ein. Damals kam man als Kind. Ist ja auch, wenn man mit Lego-Figuren spielt, das ist ein großes Abenteuer. Ja, gut, die könnten stimmt, sterben. Ja. Deswegen natürlich ein Spiel. Kann ja, glaube ich, jede Grafik haben. Außer natürlich Leute heute. Da muss Leute alles heute. Vor 4K ist scheiße. Ne? Ja, stimmt. Mami! Ich bin übrigens nicht sicher, ob wir da hin müssen. Aber gut, COD ist jetzt auch nicht mehr so. Das ist jetzt ja Fortnite, oder? Ah. Oder Castle Day. Haha, noch nicht 500 Mal gebracht. Oh Mann. Weißt du, welchen Knopf du drücken musst? Oh, cool. Muss hier mal beißen, hä? Oh Gott, ich... Nein. Der Mann beißt in der Beziehung. Are you sure about that? Wow! Wow, es sind verpixelte Blätter. Es sind Augen. Nice, mein. Ach nee. Perfekt. Nee, ich hab keine Lust eigentlich. Ich hab Lust. Ich hab Bock. Mana regenerieren. Was? Was? Das ist ja OP as fuck. Ja. Yo. Das ist richtig nice. Ja, aber ich bin auch der Magie-Charakter. Meine hat ja insgesamt noch mehr Magie, die er tragen kann. Ich will die Hotte spielen, Junge. Ey, wir können Controller tauschen im Worst Case. Nee, passt schon. Spiro. Ja. Also okay. Ja, okay. That's okay. Ich hab früher am liebsten Spyro gespielt, weil ich, keine Ahnung, ich habe immer Spyro gespielt, gerne. Ja, ja. Aber es ist auch mal interessant, dann einfach den anderen Charakter mal zu spielen. Ich sehe nichts. Aber das wäre schön, wenn man das abfackeln könnte. Also einfach für das, wenn das nice. Falsche. Ja. Nee, geht nicht, schade. Hm. Das ist so cool bei Mega Man 7. Da kann man den Wald, die eine Stage, die ein Wald ist, komplett abfackeln. Also die ganze Stage. Ja, oh das wird dann aber nicht gesagt. Das ist einfach eine Waffe, die man bekommt.
Sowas wäre hier jetzt zum Beispiel auch geil gewesen. Sowas finde ich immer nice, wenn sie sagen. Das ist genau das, was ich so Glamolana so mag, ja. Ja. Weil dumme Scheiße, die man sich denkt, dann funktioniert. Ich meine, hier hätte es jetzt nicht viel gebracht, aber. Gut, ja. Das ist schon interessant, ist da unten Jesus oder was? Also ich musste nachlaufen, ich habe gedacht, ich warte auf dich. Ich habe gedacht, du willst gleich irgendwie irgendwas sagen. Nee, ich bin geblendet von Jesus' Helligkeit. Ich wollte Heiligkeit eigentlich sagen, aber... Oh Mann. Da wachsen Pilze. Wollen wir da wirklich reingehen? Warte, Kamera kurz. Ich schieß mal kurz was vor, warte. Das ist auch sehr satisfying, so Sounds. Das ist auch immer noch einer der fast die besten Soundeffekte überhaupt. Mario Paint, wenn man die Dings hochgeht, die, die nicht die Paletten halt, aber die unterschiedlichen Farben. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, ich weiß genau. Oben dieses Mexikan. Ja, ja, dieser Typ da oben rechts. Genau, das ist so ein geiler, das ist einfach, das macht immer wieder Spaß. So nice, sowas liebe ich. Das hört sich an wie Krebsanfall. Das wäre auch cool, wenn man Sachen verbinden könnte zu zweit. Also, dass du zum Beispiel einen Wind machen könntest und der macht beim Feuer irgendwie noch ein bisschen, der spreitet es aus, oder? Das wäre für einen dritten Teil. Oder du löscht es einfach dann. Wow, ja. Oder was gibt's noch? Eis mit Angst übrigens, natürlich. Kennt man übrigens hier kämpfen, ne? Das ist eine gute Idee, die Magie zu verbrauchen jetzt. Ja, wird schon gehen. Ach ja, das. Wir sollten jemanden retten. Eine Falle! Eine Falle! Oh Mann. Oh nein, es ist Axtmann. Achso, du hast den wieder. Kann ich springen, Alf. Bei uns hat sich gleich dieses Ding aufgefüllt. Das ist, glaube ich, irgendeine Superattacke. Das ist so weird, wenn der auf einmal fliegt durch die Angst. Mann, ich will da gar nicht. Ja, sehr schön. Jetzt natürlich, wenn ich gelandet bin, ist der oben. Die ganze Zeit. Ich greife ihn ja die ganze Zeit mit dem Ding an und dann. Ich hoffe, das trifft einfach. Oh nein. Ah, sehr schön, okay, hat getroffen. Höchstwahrscheinlich. Hoffe ich. Wieso habe ich eigentlich immer noch volle Magie? Da gibt's ja noch mehr. Ich habe gedacht, das ist nur einer von den Wichsern. Weil vorher ist ein Skelett, hat ja auch so schwach ausgeschaut. Ja. Ich glaube, sowas achtet man gar nicht. Aber so Zelda oder so, da schauen die Bosse immer speziell aus, besonders. Ja, und hier sehen die ja eher so aus wie normale Lakaien. Sie schauen einfach aus wie normale Lakaien, ja. Von. Ja. Ich glaube, sowas achtet man überhaupt gar nicht. Das sind einfach so Sachen, die. Ja. Nimmt man einfach für gegeben. Ja, das genau, stimmt. Das ist das Sprichwort. Ihr wisst alle, was ich meine. Alle null Zuschauer. Oh Mann. Oh nein, das sind die Zubirisse. Server. Schwallmodus. Ah, jetzt hier das Ding da oben. Ich hab gedacht, das ist die Anzeige, wie viele Gegner hoch sind. Deine Schwanz, drücke gleichzeitig Viereck und das Ding, um den Schwallmodus zu aktivieren. Beide gleichzeitig, ja. Okay. Also, drücke zum Beispiel muss gleichzeitig das und das und den Super, das gleiche. Okay. Ja, dann. Machen wir es. Ja, ich drücke schon die ganze Zeit. Und jetzt? Jetzt sind wir unbesiegbar. Jetzt kannst du das gedrückt halten, Ding. Oh, wow, holy fuck, was ist das bitte? Wow! Oh, ja. Heilige Scheiße. Das ist nice. Oh ja. That's hot. That's hot. Oh nein. Warum spielt jetzt. Achso. Midna! Warum sehen die so aus? Sie sind weg. Danke. Sie haben alles. Danke. Ihr habt mich gerettet. Ist mal jemand dankbar. Gern geschehen. Ihr habt ja wohl Häuptling Kronos getroffen. Nicht alle von uns denken so wie er. Das ist noch etwas milde ausgedrückt. Kannst du gehen? Wir müssen dich hier wegbringen. Tut mir leid. Aber mein Bein ist wohl gebrochen.
Geht zurück ins Dorf und sagt Bescheid. Oh Mann. Sein Häuptling traut uns nicht. Kommen wir ohne dich, nimmt er gleich das Schlimmste an. Und er gibt uns die Schuld. Oh, dieser Narr. Ich verstehe. Im hinteren Tal liegt ein Floß. Wenn ihr es hierher bringt, könnte ich drauf kriechen. Ist das so dumm? Ist dieser kleine Delay, weil wir das über 1000 Adapter übrigens haben? Wahrscheinlich haben wir in den beim Spielen merkt man es nicht, aber hier wirkt es immer so beim Reden. Als ob das so ein bisschen Das ist deutsche Synchro auf englischen Lippen. Ja, aber es schaut schon so aus, als ob es matchen würde, wenn es so eine Sekunde weiter, also nicht eine Sekunde, ein bisschen weiter hinten wäre. Natürlich, so manche Wörter kann man auch ausmachen im Englischen. Wenn die. Was war jetzt? Ja, aber hier, also bei uns ist gar kein Input-Lag. Also auch gar kein Lag. Nee, von dem hat man es nicht gefühlt. Okay. Weil es hat sich wirklich so angefühlt, als ob das perfekt gepasst hätte, wäre es so ganz ein bisschen versetzt gewesen. Jetzt halt. Das finde ich sowieso auch immer noch krass, dass man muss ja Serien und so nicht nur übersetzen, sondern du musst es ja schaffen, dass das mit dem Mauch, mit den Mundbewegungen gleich ist. Wie? Das ist halt so wie schafft ich würde das nie im Leben eine einzige Folge hinbekommen, so zu machen, oder? Ja. Viel zu schwer. Hey, Rüstung für mich. Was? Schön. Wie heißt das Spiel nochmal? Ich weiß es nicht. Irgendwie Cinder Adventures? Cinderella. Ja. Cinemini. Cindy's so, Adventure. Ich bin doof. Also, wenn das jetzt Leben regenerieren ist, dann fick ich. Angreifende Gegner verletzen. Du kannst angreifende Gegner verletzen. Wow. Ich dachte, das heißt, Gegner, die mich angreifen, verletzen mich. Ah, das könnte auch sein, natürlich. Oh, kann man übrigens nur eins dann ausrüsten von den Sachen? Ja. Okay. Das ist das beste Überlegen für die Serie. Das ergibt Sinn. Ich trage ja nicht zwei Rückenteile am Rücken. Ah, man könnte selbst stacken übereinander. Sieht man die eigentlich auch? Ja. Das goldene Ding am Arsch. Ah, und bei mir, schon das wie bei Yoshi. Super, jetzt bin ich auch schon. Ah ja, das Ding. Ja. Moment, was hast du nochmal? Ich hab einen Sattel. Ja, und irgendwas an meinen Füßen. Ah ja. Was ist mit dem passiert? Achso, der liegt da immer noch. Er hat sich ja das Bein gebrochen. Ja, stimmt. Oh mein Gott, das schaut wirklich ein bisschen weird aus. Ja. Ja, wohl. Ah, oh mein Gott, okay. Einfach weitergehen und so tun, als hätte man sich gesehen. Ja. Oh ja. Trip. Ich würde gern Speedrun davon sehen, die ganze Zeit so ein Rollen. Holy shit!